Meine Videoserie Projekt Haus Charlie Harper begann mit der Überschrift Hauskauf in 2 Tagen. Hier handelt es sich um ein Dreifamilienhaus, was als Renditeobjekt gekauft werden sollte. Leider ist dieser Hauskauf in 2 Tagen schon über 2 Monate her. Warum, wieso, weshalb und alles zum aktuellen Stand und ob wir dieses Haus noch kriegen werden? Dazu mehr in diesem Video. Let's get into it! Show Episode 19. Mein Name ist Lukas, ich bin als Immobilieninvestor und Landlord hier in der Region Philadelphia an der Ostküste der USA tätig. Auf meinem Kanal geht es um die Themen Investitionen in Immobilien und Verwaltung von diesen Immobilien. Wenn euch das interessiert, abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt mir Themenwünsche hier in die Kommentare. Auf geht's zum heutigen Thema. Das Projekthaus Charlie Harper. Unter dem Codenamen Charlie Harper, weil es in der Harper Avenue steht, ist ein Dreifamilienhaus. Dieses Haus haben wir im November besichtigt und alle Vorbereitungen getroffen, dass wir am 9. Dezember dafür closen können. Closen heißt, den Eigentumsübergang durchführen können. Das Ganze hat sich mehrmals verschoben. Schauen wir uns mal die gesamte Timeline an und alle Stationen und Stolpersteine auf dem Weg zum Closing. Am 7.11. Besichtigung und Angebot abgegeben. 8.11. wurde das Angebot angenommen, dann haben wir gleich guten Willen gezeigt, eine Anzahlung geleistet, die Inspektion durchgeführt, aber in der Inspektion haben wir herausgefunden, dass der Keller feucht ist und dass die Verkabelung alt ist und getauscht werden müsste und aufgrund dessen haben wir den Preis reduziert. Das hat dem Verkäufer nicht gefallen. Nach längerem Hin und Her haben wir den gesamten Prozess formal am 17.11. dann auch abgebrochen und mit dem Thema abgeschlossen. Aber 1-2 Tage später haben wir genau diesen Abbruch wieder gecancelt und dann ging der Prozess weiter, weil der Verkäufer kam zurück an den Verhandlungstisch und hat eingesehen, dass er da was machen muss. Dann haben wir uns gefreut, das Ganze mit einem zweiten Scheck, also einer zweiten Anzahlung bestätigt und auch am 27.11. die Zusage der Bank bekommen. Alles unter der Prämisse, dass wir am 9.12. den Settlement Day machen, das heißt den Eigentumsübergang durchführen. So war der ursprüngliche Plan, auf dem 9.12. Aber aufgrund des Hacks des Delaware Countys, also des Gerichts und des Grundbuchamtes, haben wir den Settlement Date verschoben, und zwar auf den 15.12. Dann kam der 15.12. und wir konnten immer nicht settlen, weil die Title Company noch nicht ihre Research beenden konnte. Das heißt, sie konnten noch nicht nachforschen, welche Urteile gegen dieses Objekt bestehen, beziehungsweise wem es eigentlich gehört. Deswegen haben wir nochmal geschoben, und zwar auf den 23.12., also kurz vor Weihnachten. Der Termin musste auch verschoben werden und der aktuelle Stand ist, wir sind auf dem 30.12. Nach aktueller Planung sollte am 30.12. der Settlement Date nun endlich stattfinden. Ich bin gespannt. Das war die Timeline und jetzt schauen wir uns an, warum sie es verzögert. Wenn ihr bei Google einfach mal Delaware County Hack eingebt, findet ihr jede Menge Newsmeldungen dazu. Hier ist nur eine von 6ABC. Da seht ihr, dass die Computersysteme gehackt wurden, als Geisel genommen wurden, sozusagen verschlüsselt wurden und die Hacker 500.000 als Lösegeld dafür fordern und inzwischen hat sich da wohl auch das FBI eingeschalten, also das dreht eine Riesenrunde. Und ja, für uns die Auswirkungen, wie bereits erwähnt, wir können nicht closen, weil die Gerichtsakten nicht zugänglich sind und die Eigentumsrechte nicht durch die Title Company festgestellt werden können. Also es kann nicht geschaut werden, wem gehört welches Haus wirklich und welche Urteile liegen gegen dieses Haus vor zum Beispiel. Warum ist das jetzt ein Problem für uns beim Closing, das heißt beim Eigentumsübergang von diesem Haus? Für das Closing haben wir eine Title Company beauftragt. Diese Title Company stellt Nachforschungen an, dazu muss sie zum Gericht bzw. zum Landkreis gehen und muss dort nachschauen, ob irgendjemand Ansprüche gegen das Haus hat. Ansprüche können zum Beispiel sein Gerichtsurteile wegen nicht bezahlter Steuern oder nicht bezahlter Wasserrechnungen, die aufs Haus laufen. Oder eine Hypothek oder eine eingetragene Grundschuld oder was auch immer. Also deren Aufgabe ist sicherzustellen, dass dieses Haus einen clean Title hat und dieser clean Title am Ende auf uns übergeht und wir auch dann als Investmentfirma der rechtmäßige Eigentümer von diesem Objekt sind. Und das kann aufgrund der nicht verfügbaren Systeme durch den Hack gerade nicht erfolgen. Und hier schieben wir von Woche zu Woche zu Woche den Closing-Termin. Unschön. Euch interessieren US-Immobilien, Investments und deren Verwaltung? Dann lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, denn das zeigt dem mächtigen YouTube-Algorithmus, dass ihr hier einen Mehrwert mitnehmen könnt. Und das hilft dem Kanal wiederum. Danke dafür. Zum Ausblick. Wie geht's weiter?
Wie ihr eingangs gesehen habt, die Timeline hat sich jetzt ein bisschen nach hinten verschoben. Wir sind jetzt beim 30.12. als neuen geplanten Closing-Termin. Das heißt, kurz vor Silvester noch so eine Aktion. Es bleibt spannend. Sobald der Termin vorüber ist, erfolgreich vorüber ist und wir als Investmentfirma der neue Eigentümer von diesem Objekt sind, dann bringe ich euch auch die genauen Zahlen, Fakten und Renditeberechnungen zum Haus, damit ihr seht, dass das auch ein richtiges Investmentobjekt und Renditeobjekt für uns ist. Damit sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön und bis dahin.